Über den Stack haben wir schon. Ne? Jo. Wenn nicht, machen wir uns da halt so einen Schacht hoch, um die. Nur wo das Dach ist, so halt um die Leiter rum, weißt? Ja, dann ist die komplette Wand hier, die komplette Glaswand hier ist für den Arsch. Nee. Doch, natürlich. Wenn da ein Dach ist, warum soll da eine Glaswand hin? Oder hast du Spaß in dem, in diesem Ding da drin zu stehen und auf Stein zu gucken? Durch ein Fenster. Wie viele Stacks brauchen wir denn ungefähr von den Platten? Hä? Du mit deinen Platten. Ja, diese Steinstufen. Hast du jetzt wirklich Stufen gebastelt? Ja. Das sind Treppen, die wir brauchen. Wie kommst du jetzt auf Stufen? Ne, so wie das andere Dach da ist. Ja, mit Treppen. Ah, scheiße. Ja, sehr gut. Gut, nur halt ein paar mehr brennen. Das habe ich aber vorhin gesagt, dass das Treppen sind, weil du vorhin auch schon mit Stufen kamst. Okay. Mein Fehler. Sorry. Naja. Okay. Wir brauchen ein bisschen mehr. Ich habe jetzt einen Stack Treppen hier oben verbaut. Und ja. Bin nicht ganz so weit gekommen. Wir brauchen mindestens zwei noch, würde ich sagen. Nächstes Mal drei. Ja. Es ist immer total ätzend, auf sowas wie Stein zu warten. Ja. Weißt du, ihr lauft jedes Mal an einem Gehege vorbei und immer bei den Hühnern plopp. Ei. Ei. Ne? Ein Stack gebrannten Stein haben wir schon wieder. Ich kann ja gleich noch was nachlegen wieder. Okay. Ja, klar. Ah. Schlafen so. Fix? Oder musst du noch fix was machen? Ja, wir schlafen. Okay, bevor nicht, ich nämlich wieder... Genau. Ne? Keine Lust, dass ich dann wieder irgendwas reparieren dürfen. Ja. Ah. So, jetzt stellen wir das Dach fertig und dann ist auch gut. Wir sind jetzt schon wieder bei über eineinhalb Stunden. Wow. Dabei wollten wir es langsam angehen lassen. Jetzt haben wir mehr als gestern. Ja. Ist gut. Ja, aber wie gesagt, man kriegt ja mit, da irgendwie, ja, die Lust ist so ein bisschen da, ne? Ja. Gut, jetzt mit der Zeit nach anderthalb Stunden ist klar, da lässt dann die Lust ein bisschen nach, ne? Aber...
Licht nur matt. Ey, das gibt's doch nicht. Liegen hier schon wieder so viele Eier drin in der Bude. Tja. Ich würde sagen, die Hühner sind ergiebig. Auf jeden Fall, die langen. Mehr brauchen wir nicht. Oder? Vor allem so langsam wird vielleicht angebracht, dass wir mal anfangen, das Zuckerrohr abzuarbeiten. Ach. Weil 4, 8, 9, fast 10 Stacks Zuckerrohr. Das wird es dann langsam mal Zeit, ne? Ich geh nochmal kurz bei den Kürbissen gucken. Weil die sprießen ja wie scheiße, die Dinger. Ja, ist so. Alter, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, cool. Es funktioniert so, wie ich es angesehen habe, ne? Mhm. Oben auf dem größeren. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Stück schon wieder. So, und ich schätze mal. Also ich würde mal sagen, die Kürbisse, ne, die lassen wir so. Lassen wir auf diesen zwei Feldern, da kommen genug zusammen. Oder? Ja. Die müssen wir eh per Hand ernten. Obwohl, das Einzige, was man vielleicht machen könnte, noch ein drittes Feld. Da hinten, das, wo die Dings sind. Wo die Kartoffeln waren. Damit das Feld nicht brach liegt, weißt du? Du kannst das Feld da oben auch abreißen. Ich meine, wie viele Kürbisse haben wir jetzt schon? Ja und? Kürbisse, sagen wir so, sofern du Kuchen draus machst, du hast mitgekriegt, wie viel Zuckerrohr wir haben. Außerdem, du hast... Ich sehe schon kommen, irgendwann haben wir keine Kisten mehr, wo wir die ganze Nahrung reinholen können. Ey, wir haben noch nicht mal eine Kiste voll bis jetzt. Ja, aber jetzt mit dem Feld hier oben, da kriegen wir auch extrem viel Weizen raus, dann Kartoffeln sowieso. Und dann noch Kürbiskuchen. Bin nicht sicher, ob die Treppen, die ich jetzt hier habe, reichen. Ich schätze nicht. Obwohl doch, die könnten. Jo, mir reicht. Genau noch eine übrig. Aber bloß lieber zu viel Nahrung als zu wenig, oder wie siehst du das? Ja, klar. Oder? Ja. Weil bevor wir nachher irgendwie dann nichts mehr zu futtern haben und dann noch rumhungern, ist ja auch nicht Zeit. Ja, wo hast du denn das Gravel hin? Tja, dafür gibt's auch eine Kiste. Ach, scheiß drauf, nehmen wir. Wir haben davon hier noch, nehmen wir Stein. So. Ich krieg mich jetzt im Arsch. So. Soll ich nachher mal schauen, wegen noch ein paar Stacks reinhauen in den Ofen? Ja, wir sind fertig mit dem Dach. Oh, cool. Ey Junge, das gibt's doch nicht. Schon wieder drei Stück gewachsen.
Moment, da ist die Treppe. Ist doch unnormal, oder? So. Lager ist fertig. Halbautomatisches Farmsystem oder wie auch immer man das nennen mag, ist auch fertig. Schön. Perfekt. Das Zeug muss ja noch wachsen. Mal gucken. Dann sind wir auf jeden Fall gut vorangekommen jetzt. Wie die Kartoffeln aussehen. Oh, die sind ja fast fertig. Alle. Kartoffeln? Jo. Hast die mit in die automatische Farmdings rein, oder? Ja. Das Weizen, das ist zur Hälfte fertig. So, also aus den Kürbissen, die ich eben gerade vorhin geerntet hatte, habe ich jetzt erstmal Samen gemacht. Gehabt. Ich bin gerade überlegen, ob wir jetzt einen Testlauf machen. Kannst du machen, wenn du magst. Also gut. 61 Kürbisse, ne? Jawohl. Wo sind hier eigentlich das, wo das rauskommt? Ach, da. Ich schau mal. Ich stell mich mal unten hin. Jo. Da fühlt sich. Ah. Oben bleibt was liegen auf der zweiten Ebene. Es war klar, dass irgendwo immer was liegen bleibt. Also von unten gesehen, zweite und dritte Ebene ist was liegen geblieben. Das siehst du am Fenster. Siehst du es? Ja. Ja, jetzt hast du das Zeug aufgezogen, jetzt kannst du wieder anbauen. Dann muss ich jetzt erstmal warten, alles durch, ne? Ja, klar. Und dann von oben nach unten wieder anbauen, oder? Mhm. Halleluja. Das größte Problem, das du hast, ist, dass du musst dir so eine Dings mitnehmen. Ne? Feldhacke? Eine Feldhacke, ja. Weil wenn du die Ebene runterspringst, ist ja das eine Feld dann kaputt. Mhm. So, normalerweise müsste es sein, gewesen sein. Ja. Ja, wie gesagt, da liegt noch was, aber das, wenn du gleich wieder ansehst, dann passt es ja eigentlich, ne? Kannst es ja mit einsammeln. Mhm. Meiner Meinung nach sind wir halt in gewissem Sinne gezwungen, wenn wir es sozusagen abgeerntet haben, gleich wieder anzusehen. Das sind wir sowieso. Sonst kommt noch nichts bei raus. Den Schalter schon aus, ja. Hier rüberlaufen, ne? Na klar. Ja, genau. Aha. Da oben Weizen, die ersten zwei. Die ersten zwei Etagen Weizen und die letzten zwei. Ach so, eine Feldhacke brauche ich noch. Die habe ich jetzt vergessen. Ja. Schlecht, ne? Ich würde mal sagen, wir stellen uns mal hier oben eine Kiste rein, ne? Feldhacken. Wie eben sind das vier, ne? Ja, genau. Die ersten beiden Ebenen mit Weizen und die letzten beiden dann mit Kartoffeln. Was ist Feld? Ja. Wenn ich hier schon eine Ebene runter, schmeißt du mir dann runter, ja? Mhm. Zack, bupp. Ah. Weißt du, wo die Scheiße liegt? Am Fenster? Ja. An den Dingern, wo die Fenster sind. Auf den Fensterbrettern sozusagen. Ja. Danke für die Feldhacke. Kein Ding. Du Arschhuhn, geh da wieder rein. Oder stirb. Du Arschhuhn. Ach ja. Ein roter Drache über seine Arbeit. Ich stelle mich mal ein bisschen weiter auf den Berg. Können wir da auch gleich beenden.
Einfach nur, dass mir hier kein Creeper oder sowas. Überrascht. Genau. Hier da unten ein Zombie, da ist ein Huhn. Naja, gut. Mit dem Huhn werde ich, glaube ich, noch fertig. Was mit dem Huhn? Mit dem Huhn, was da hinten hinterm Berg lauert. Damit werde ich wahrscheinlich noch fertig. Ja. Ah, da unten ist er. Letzte Ebene. Oh, das ist ein Zombie. Ey, du Arsch. Ich bin komplett runtergekickt. Da, was ist das? Ein Amo. Ein Drecksack. Ja, lass mich doch wenigstens hier oben stehen und den Blick einfangen. Aber nein. So. Aber so viel Ertrag aus den Kartoffeln hast du jetzt nicht rausgekriegt, ne? Nicht? Nee. Wieso? Das ist noch nicht mal ein Stack. Genauso wie der Weizen. Weizen war ja noch nicht ganz fertig. Und die Kartoffeln. Achtung, da kommt ein Zombie auf dich zu. Und das Wasser. Und das... Alter. Da, ich hau dich jetzt hier runter. Verpiss dich. Ja. Na komm, Junge. Geh doch. Da. Verdammt. Hallo? Verreck doch. Alter. So, die Kartoffeln waren ja auch nicht komplett angepflanzt, weil ich nicht so viele hatte. Ach so. Ja, Kartoffeln habe ich jetzt komplett angepflanzt und den Rest habe ich jetzt in den Ofen erstmal rein. Jo, gleich, genau, ne? So wird's auch gemacht. So, ich würde mal sagen, Weizen haben wir jetzt auch schon fast 5 Stacks. Das passt doch. Samen haben wir auch mehr als genug. Da können wir vielleicht sogar noch ein zweites oder drittes Feld ansehen. Ich würde sagen, das reicht erstmal, was wir hier jetzt haben. Ich räume mal fix den gebrannten Stein noch fix aus dem Ofen raus. Jo. Boah, da hängen auch noch 2 Creeper rum. Also ich gehe in meine Hütte. Ey, diese Penner, die stehen an meinem Haus. Ja, dein Schwert hat halt mehr Rückschlag als mein. Ach. So. Creeper weggefickt. Oh, ich glaube, ich weiß, was ich jetzt mache. Na? Einen coolen Spot entdeckt. Dann werde ich jetzt die Aufnahme beenden. Yeah. So, schöner Blick auf unser kleines, auf unsere kleine Basis da unten. Mhm. Genau. Richtig. Ja. Stell mich ins Lager rein, mach da die Tür zu und wo ist. Das Glas hau ich bei dem gebrannten Stein mit rein, ne? Für Glas gibt's auch eine Kiste. Die ist irgendwo in der zweiten, im zweiten Abteil. Super, darf ich jetzt suchen? Ah, da gleich richtig gefunden. Gut. So, ihr habt noch verrottete Fleisch im Inventar, aber... Man sieht jetzt echt sehr gut bei mir in dem Bild, was wir so haben auf der Welt. Weil man sieht mein Haus da hinten, man sieht dein Haus, die Brücke, unsere... Zuckerrohrfarm, den Zaun für die Tiere, unser Lager, die Farmanlage und da oben auf dem Berg den kleinen Eingang für die XP-Farm. Richtig. Und ein Stück vom Dorf. Und was will man denn mehr, ne? Quasi perfekt. So, und damit würde ich sagen, beenden wir die Aufnahme, oder? Genau, wir verabschieden uns. Nach knapp 2 Stunden, obwohl wir eigentlich nur eine Stunde machen wollten. Aber egal. Und bedanken uns fürs Zuschauen. Genau. Wenn ihr wollt, wieder einschalten. Jo. Und ja. Dann würde ich sagen, bis dann. Und einen Druck auf
den Daumen, tut keinem weh. Richtig. Beziehungsweise auf den Abo-Button. Gibt's ja auch noch nicht. Richtig. Den vergisst du immer irgendwie. Ja. Aber naja, gut. Ja, also? aber wenn man den dann gedrückt hat, dann vergisst man, beziehungsweise dann verfehlt man kein Video mehr von uns. Ja. Dann werden die einem ja angezeigt, dann vergisst man gar nicht mehr uns zu gucken. Ja. Apropos vergessen, ne? Also, ja, ja. Ist immer gut, den Abo-Button zu drücken. Richtig. So, genug Werbung gemacht. Also, bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.